Guten Tag an alle Leute da draußen. Herzlich willkommen auf mein neues Video. Und heute gibt es, welches Logo ist der richtige. Ihr macht dann diese Challenge mit. Und ja, lasst gerne ein Like und ein Abo dafür mehr weitere Videos. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Video mal an. Kommen wir mal zu dem ersten Logo und das ist Adidas. Und ja, was denkt ihr, welcher der richtige ist? Also der linke sieht ein bisschen nicht so echt aus. Und ja, tragt ihr schon Adidas, Leute? Also ich hab, glaube ich, einmal Adidas getragen, weil sonst ist Adidas nicht meine Lieblingsmarke. Weil sonst trage ich Nike. Und ich denke, obwohl ich Adidas trage, denke ich, dass das Richtige ist. Und zwar das Rechte. Ich denke, das Rechte das Richtige ist. Ja, ist das Richtige. Der Rechte war das Richtige. Und kommen wir jetzt mal auch zu dem nächsten Marke. Und das ist Zalando. Okay, so bei Zalando ist noch dieser Schatten. Oh mein Gott, wie schwer das ist. Der Schatten ist da so ein bisschen verarbeitet. Also der rechte ist ein bisschen komisch. Aber im Gegenteil, der linke auch. Oh mein Gott, wie schwer das ist. Ich sag einfach, das ist links. Ja, es ist richtig. Okay, Leute. Zalando kenne ich nur, diese Marke habe ich nur gehört, aber noch nie da eingekauft und noch nie nichts davon getragen. Kommen wir mal auch zu dem nächsten Logo. Der Logo Bayer. Oder Bayer. Okay, Leute. Dieses Logo habe ich auch gehört, aber noch nie getragen oder so. Oder da eingekauft. Und ja, ich weiß nicht mal, was in dieser Marke geht. Verkaufen die da Auto, Klamotten, das weiß ich nicht mal. Was denkt ihr? Also, der rechte ist ein bisschen komisch. Für mich. Nee, warte, der linke ist komisch, oder? Eigentlich sind die jetzt ein bisschen so komisch, die beiden, weil ich habe schon einmal das Logo gesehen, aber jetzt habe ich es richtig vergessen. Nur weil die Farbe in die andere Richtung geht. Okay. Ich sage rechts. Ist das richtig? Ja! Oh mein Gott. Ja! Schon drei davon richtig. Kommen wir auch zu dem nächsten Logo. Und zwar Aldi Süd. Okay, Leute, ich war in meinem Leben zwei oder dreimal bei Aldi einkaufen. Sonst gehe ich immer Lidl. Jetzt mal ehrlich, Lidl. In welcher geht ihr gerne? Lidl, Aldi oder Netto? Netto gehe ich auch, aber selten. Und Aldi sehr selten. Da war ich zweimal oder so. Aber Lidl in der Woche drei, viermal, kann das sein. Und ja, deswegen, nur weil ich zu Aldi hingehe, weiß ich jetzt nicht, welcher Logo der richtige ist. Ja, also bei Linke hätte ich das Süd nicht dahin geschrieben. Also hätte ich Aldi erfunden, hätte ich das Süd nicht dahin geschrieben. Deswegen nehme ich einfach aus meiner Sicht die rechte. Was? Das ist auch richtig. Okay, Leute, ich habe so ein Gefühl, dass ich jetzt die ganze Zeit richtig mache. Schreibt gerne in die Kommentare bei diesem Logo, ob ihr richtig hattet oder falsch hattet. Und ja, kommen wir auch zu dem nächsten. Und zwar BMW. Okay, Leute, das ist BMW, kenne ich. Habe ich einmal sogar damit gefahren, also nicht ich. Sondern mein Freund, sein Vater, hat mich zu Hause gefahren und der hatte ein BMW, Leute. Und na klar, es ist sehr einfach, es ist links. Ist auch richtig, weil hätte ich auch nichts erwartet, weil hätte ich auch BMW-Logo erfunden, hätte ich auch nicht das schwarze Schatten hingemacht.
Okay, Leute. Kommen wir mal auf den nächsten. Ich habe bis jetzt alles richtig. Golfswagen. Volkswagen. Okay. So peinlich. Ich habe Golfswagen gesagt, obwohl es Volkswagen heißt, Leute. Oh mein Gott, wie peinlich. Okay, Leute, tut mir leid, aber ich habe das Name irgendwie vergessen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, welcher der richtige ist. Der linke sieht nicht so aus, als wäre es der echte. Ja. Also hätte ich jetzt auch Dingens erfunden, Volkswagen. Ich würde gerade wieder Golfswagen sagen. Dann hätte ich die linke gemacht, denke ich. Soll ich jetzt linke nehmen? Gott, ich nehme einfach linke. Leute, wisst ihr gerade, was passiert ist? Ich wollte gerade auf die linke drücken, aber habe aus Versehen auf das rechte gedrückt und damit habe ich das richtig. Der rechte war richtig. Oh mein Gott. Ey, das ist einfach nur Glück für mich, weil ich wollte zur linke drücken, damit habe ich jetzt falsch eigentlich, aber da habe ich aus Versehen auf das rechte gedrückt. Deswegen habe ich das richtig. Okay, Leute, das ist aber sehr Glück. Kommen wir auch zu dem nächsten und vorletzten. Mercedes! Damit fahre ich, glaube ich, oft, weil mein Vater das als Auto hat. Und Mercedes-Benz ist sehr schön. Ich, wenn ich groß bin, will ich auch gerne einen Mercedes fahren. Also einmal will ich gerne fahren, Mercedes. Und das ist sehr, sehr, sehr einfach. Der Lenker ist der echte. Ja, das ist auch das echte. Weil Mercedes kenne ich auch, habe ich schon oft gesehen, Leute. Kommen wir auch zu dem letzten Bild. Puma! Nein! Oh nein, Leute. Ich habe jetzt vergessen, wie dieser Tiger jetzt in welcher Richtung springt, hoch oder unten. Leute, das habe ich vergessen. Also, das habe ich wirklich vergessen, obwohl ich oft, ich hatte sogar einmal Puma Hose an. Oh nein, Leute. Warum? Ey, bitte, 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 ist nicht falsch. Das ist der letzte Bild. Ey, wenn es jetzt falsch ist. Bitte, 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 bitte. Puma, Puma, Puma. Ich denke, dass er so hoch springt, aber ich denke auch, dass er unten springt. Also ich finde, die beiden sind einfach richtig. Also für mich, weil hätte ich jetzt auch Puma-Logo erfunden, denn dann hätte ich lieber unten gemacht, also der so unten springt, aber auch gerne oben. Und obwohl ich Puma einmal getragen habe und sehr oft als Marke überall sehe, habe ich das vergessen einfach, Leute. Also, ich will jetzt nicht raten, ich will richtig überlegen und dann erst klicken, weil manche machen einfach nur raten. Das macht doch da keinen Sinn bei dieser Challenge. Deswegen. Oh mein Gott. Nein, Leute. Also ich denke, der springt nach oben, weil es hätte mehr Sinn gemacht, weil es ja Puma heißt, ne? Ich sag einfach rechts. Ja! Ist das Richtige. Okay, Leute. Ich habe alles richtig. Alles richtig. Ich kenne die Logo damit gerne aus. Nein, Spaß. Okay, Leute. Sagt mir gerne, welches Bild ihr richtig habt und welches Bild falsch. Also ich habe einfach alle Bild richtig. Und falls ihr noch mehr Bock habt auf diese Challenge, dann gerne einen Daumen nach oben da. Weil mir hat es gerade richtig Spaß gemacht, Leute. Ich will es noch einmal machen. Sehr gerne will ich es noch einmal machen. Und wir sind auch am Ende angekommen. So, Leute, das war's auch mit meinem Video. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da für mehr weitere Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Freitag. Ciao!